Hallo Leute und willkommen hier bei MiApplecat. Heute bauen wir ein kleines Klemmbaustein-Set zusammen. Ihr seht, das kam hier in so einer kleinen Plastiktüte an. Ich habe schon mal aufgemacht, aber noch nicht reingeschaut. Und drauf steht Plastic Building Block Toy und Wert 8 US-Dollar. Stimmt mal wieder nicht so ganz, also zumindest hier der Wert. Denn ein klein bisschen teurer war es dann doch, aber ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr hundertprozentig daran erinnern, was ich hier bestellt habe. Außer, dass es so ein kleines Set war, aus der Architecture-Reihe, so eine Skyline, aber ich weiß nicht mehr genau, welche Stadt. Wir schauen einfach mal, das hier ist der komplette Inhalt, noch eine Plastiktüte und dann haben wir hier die Anleitung und ich veröffentliche oder ich zeige, ach ja, genau, das ist Berlin, jawohl. Ach, da hätte ich mich auch noch dran erinnern können, also hier Architecture, Berlin, 321 Teile, hier mit der Deutschlandflagge und der Hersteller. Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall, das ist das Set, das gebaut wird. Das Brandenburger Tor, der Alex, ein Hochhaus, weiß ich jetzt gar nicht so genau. Und hier natürlich der Reichstag noch inklusive schöner Transparentkuppel. Schauen wir mal eben flott in die Anleitung rein, wie die so aussieht. Ja, vom Druck her, von der Schärfe. Was ist denn das hier? Haben wir hier Aufkleber dabei? Tatsächlich ein Aufkleberchen, aber nur wo Berlin drauf steht für das Plate, also für das Schild, das davor kommt wahrscheinlich. Ich hätte mich jetzt schon gewundert, wenn hier noch andere wären. So von der Druckqualität her sieht das echt gut aus. Und wie es aussieht, ja, ist hier immer alles. Lass mich mal schauen. Ja, also hier ist nicht richtig gekennzeichnet, was neu dabei kommt, aber es ist schön farbig, sodass man die unterschiedlichen Steine erkennt. Wird ja jetzt nicht so schwer sein. Wir haben hier insgesamt 14 Seiten und dann sollte unsere Berlin-Skyline oder so die Sehenswürdigkeiten, besser gesagt, von Berlin dann auch schon fertig sein. Ich bin mal sehr gespannt. Ich habe von dem Hersteller hier bisher noch nie was gehört und auch noch nie was gebaut. Schauen wir mal, wie gut hier die Qualität der Steine ist. Und ja, ich sehe schon die Transparentteile. Wartet mal, ich nehme die direkt mal kurz hier raus. Denn die Dinger hier, das sind doch die für die Kuppel des Reichstages. Die sehen irgendwie doch schon ziemlich milchig aus. So, schauen wir. Ach Gott, ja. Also, ich hoffe, man kann es hier einfangen. Die sehen, naja, so richtig transparent nicht aus. Die sehen irgendwie schon ja, sehr gebraucht aus. Also, es sieht nicht so schön aus hier. Also, richtig toll transparent, clear, finde ich, ist was anderes. Das wird, glaube ich, hier die Reichstagskuppel. Und dann haben wir hier noch ein Teilchen, einmal scharf stellen. Das ist, ja, also die haben schon so einen leicht gelbstichigen Look hier, die Teile. Naja, geht so, schauen wir mal. Ich packe jetzt mal hier komplett aus und, oh, die haben da einen ganz scharfen Teiletrenner drin. Also ich packe mal eben flott aus. So, das ist der komplette Packungsinhalt. Drei Tütchen waren es insgesamt. Je nach Farben etwas sortiert. Und schauen wir uns mal hier ein Steinchen an, ob wir hier irgendwo ein Branding sehen können. Ich glaube es ja eher nicht. Würde mich wundern. Da ist schon mal keins drauf. Und hier, da schaut mal, das sind komplette Teile. Hier vom Reichstag. Und dann wahrscheinlich auch hier beim Brandenburger Tor so ähnlich. Aber ich glaube, das hier ist vom Reichstag. Ja, also so auf den ersten Blick wirkt das hier qualitätsmäßig in Ordnung. Hier schauen wir nochmal da drunter. Es sind auch alles nur Kleinteile natürlich. Hier außer die Transparentteile, hier sind noch andere. Ah, die sind ja, von der Qualität nicht so gut. Das ist nicht wirklich transparent oder könnt ihr da großartig durchschauen? Nee. Also, da machen wir Abstriche. Boah, ansonsten ganz normal hier die Fliesen, alle ein bisschen verkratzt und verschrammelt, wie wir das kennen. Und dann haben wir hier noch sehr schönes Grün allerdings. Das gefällt mir gut. Das gehört hier nachher zum Brandenburger Tor. Ja, hier das Dach an der Seite. Und das hier ist der eben benannte scharfe Teiletrenner. Ja, so einen habe ich auch noch nicht gesehen. Ja, grün. Der ist zumindest mal hier ein bisschen transparent geraten. Immerhin, geht doch, immerhin der Teiletrenner. So, also wie gesagt, 321 Teile und ich zeige euch noch mal kurz, was der gekostet hat. Und da haben wir die Bestellung, ich wusste es selber gar nicht mehr, 9,83 Euro habe ich dafür bezahlt. Berühmte Architekturbausteine Modell, weltklassischer Stadt, Ziegelmodell. Ja genau, besser hätte ich es auch nicht sagen können. Also, lege ich mal los und baue mal hier von Sanhe das Architekturset Berlin zusammen. Ich freue mich und bin gespannt. Musik.
Und da muss ich mich mal kurz korrigieren. Hier in der Anleitung ist doch dargestellt, was verbaut wird und was nicht. Nämlich, was gebaut wird, ist farbig und alles andere ist dann hier schon so, ja, grau, weiß-grau ausgeblendet sozusagen. Da kann man das gut erkennen. Da sieht man also sehr schön, was hier wie gebaut wird. Ja, und hier zum Bauen selbst, zu den Steinen. Das hier ist jetzt schon mal den Teil, den ich fertig habe. Das ist hier diese Basis. Da sieht man schon, wie breit das Ding wird insgesamt mit diesen Sehenswürdigkeiten. Und es lässt sich okay verbauen. Also die Qualität der Steine, die ist okay. Man muss sie aber stellenweise schon etwas mit Nachdruck ineinander drücken. Und die klicken auch nicht, sondern die gehen sehr, ja, ich sag mal, gleitend ineinander über. Oder ich weiß nicht genau, wie ich es beschreiben soll. Auf jeden Fall habe schon Besseres gehabt, habe aber auch schon Schlechteres gehabt. Also geht soweit in Ordnung. Man sieht allerdings hier, dass sich das schon ein bisschen verbogen hat, hier das ganze Konstrukt. Da ja hier jetzt auch mit Platten gearbeitet wurde, aber ich gehe mal davon aus, wenn hier ein bisschen überbaut wird noch weiter, dann wird sich das auch noch legen. So, das nur als kurzes Zwischenfazit. So, verlieren wir mal ein Wort zur Qualität hier der Fliesen, denn da ist mir noch ein bisschen was aufgefallen. Und zwar, die sind schmutzig. Also zumindest zum großen Teil sind die richtig schmutzig. Hier kann man es schön sehen an dieser 1x2er hier vorne. Da ist richtig Dreck drauf und den bekomme ich so jetzt gar nicht runter. Muss man später versuchen, ob ich das mit dem Reinigungsmittel wegbekomme oder ob das so richtig hartnäckig ist. Auch die anderen, die sind so von der Qualität, naja, überall mal ein bisschen Dreck, ein bisschen Schmutz, ein bisschen Öl noch dran. Natürlich ein bisschen verschrammelt und vermackt. Also qualitätsmäßig alles so lala, aber naja, es lässt sich dennoch ganz gut verbauen. Doch man muss hier aufpassen. Ihr seht, hier unten drunter haben wir Teile, da gibt es keine Stützelemente. Und wenn man dann hier irgendwas drauf baut und man drückt das dann hier so lustig, ja, munter durch, dann, ja, hier dann drückt man hier alles durch und da löst sich hier alles drunter. Man hat gar keinen richtigen Widerstand. Das ist, da muss man einfach ein bisschen aufpassen. Hier drunter gehen, mit dem Fingerchen unten gegen kontern und oben dann drücken. Dann geht das schon. Hier vorne haben wir jetzt schon die schwarzen Fliesen davor versetzt. Ich brauche gar nichts zu sagen. Verschrammelt und vermackt. Aber ansonsten geht alles soweit. Und ja, so sind die hier vorgesetzt als vorderer Abschluss. Ich denke, da kommt auch später dann hier auf eine der Fliesen dann unser Berlin-Aufkleberchen hier drauf. Ja, aber soweit geht alles noch. Und das, was das mit dem Verziehen war, schauen wir mal. Ja, ist immer noch verzogen. Also, viel ist ja auch noch nicht draufgekommen. Ich wollte euch nur mal kurz das hier mit den etwas, ja, unsauber gearbeiteten und verschmutzten Fliesen zeigen. So, weiter geht's. Wir sind übrigens auf Seite 5 und Bauschritt Nummer 9 steht an. Das baut sich jetzt hier alles weg wie geschnitten Brot, aber dennoch kleiner Pitstop und wir schauen mal, was ich hier schon geschafft habe. Denn ja, hier das Brandenburger Tor, das ist schon fertiggestellt. Es sind auch nicht viele Teile. Das sind hier zwei von diesen Säulenelementen, dann eine 2x4er Platte drüber, dann dieser einer Noppis oben drauf, also dieser runden 1x1er hier, kommt hier auf jede Noppe nochmal, dann so einer drauf, dann hier noch die Fliesen. Paar Häkchen drauf und fertig ist die Geschichte und natürlich hier noch das Dach und hier die Schrägdächer an der Seite, wo man hier unten so ja so durchgehen kann in Wirklichkeit. Sehr schön. Was ich jetzt hier nicht genau weiß, was jetzt ja genau hier diese Mauer hier darstellen soll, ob das irgendwie noch so eine angedeutete Grenze sein soll, keine Ahnung. Also da kann ich mir nicht so genau einen Reim drauf machen. Ja, nebendran, da haben wir noch einen freien Bauplatz. Hier geht es schon mal los. Ich glaube, das war doch der Platz, wo... Nee, das ist gar nicht der Alex, der kommt nebendran. Das ist, ja, keine Ahnung, was das ist. Auf jeden Fall kommt da noch ein Türmchen hin. Und hier haben wir schon den Reichstag angefangen. Hier vorne mit den Säulen am Anfang. Dann hier diese geriffelten 1x2er Steinchen für die Front. Dann hier diese Gittersteine noch davor gesetzt. In der Mitte geht schon, ja, milchig transparent weiter. Leider, ja, die Teile sind echt nicht so schön, aber egal. Da geht es eben jetzt schon Richtung Kuppel langsam nach oben und wir drehen mal um. Wie sieht es denn von hinten aus? Ja, von hinten langweilig.
Außer hier das Brandenburger Tor, das macht auch von hinten eine ganz gute Figur. Soweit lässt sich alles immer noch gut verbauen, Freunde. Ich habe noch kein Fehlteil gehabt. Die Schwächen habe ich ja bereits genannt. Die ziehen sich hier durch das ganze Set so hindurch. Aber dennoch macht der kleine Bau für zwischendurch so Spaß. Und ich habe hier, weil ich mich einmal verbaut habe, den Teiletrenner nutzen dürfen. Und der funktioniert auch gut. So, das als ganz wichtige Information. Dann mache ich mal weiter. Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin, aber schaut mal her, voll verkackt. Ich habe den Aufkleber mit Berlin drauf gemacht und ja, die Genialen haben hier den Berlin-Schriftzug ja in schwarz gedruckt und den klebe ich dann hier auf eine schwarze Fliese drauf. Ach Gott, was soll denn das? Da bin ich jetzt schon gerade froh, dass ich hier so viele Teile übrig habe. Das hier sind alle Teile, die übergeblieben sind. Verrückt, oder? So viele. Und da habe ich zum Glück auch noch hier so eine schwarze Fliese dabei. Die kann ich dann hier noch drauf machen, dass ich zumindest hier diesen hässlichen Aufkleber nicht sehe. Also das ist ja mal wohl voll in die Hose gegangen. Schwarze Schrift auf schwarzer Fliese ist ja mies, gar nichts. Aber egal, das ist hier mal wieder ein kleines Qualitätsproblem. Ansonsten seht ihr, steht Berlin schön da. Brandenburger Tor, der Alex. Ein Hochhaus, von dem ich nicht weiß, was es darstellen soll genau. Ihr wisst es bestimmt oder irgendjemand von euch, schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Was ist das hier genau für ein Haus? Ich war zwar schon oft in Berlin, aber habe gerade keine Ahnung. Und auch, was das hier genau darstellen. Ach, natürlich, das hier ist die Siegessäule. Jetzt kommt es mir. Natürlich, das ist die Siegessäule. Das hier ist mir unbekannt. Und das ist der Reichstag. Schauen wir nochmal genau drüber, der Reichstag. Ich finde, der ist schön geraten mit den kleinen Details. Natürlich die Transparentteile hier, die sehen nicht gut aus, haben wir ja schon oft genug gesagt. Von hinten sieht er so aus. Ja, also den finde ich schön geraten und durch die Kuppel hier oben, ja, da merkt man auch direkt oder man weiß sofort, was das hier ist. Hier bei der Siegessäule habe ich echt ein bisschen überlegen müssen, aber dann hier Sockel und da oben das Goldene, ganz, ganz klar, aber auch sehr, sehr simpel gebaut hier das Ganze. Hier bei dem Hochhaus, ja, oh, da hat man hier massig, massig Slopes. Das sind hier 20 von diesen Slopes, die hier die Front bilden. Dann hier an der Seite nochmal das rote Ding, also das sind diese roten oder auch schwarze Dreiecksfliesen. Hier kann man das schön sehen, die hier die Seite bilden. Und das ist hier ganz interessant noch angebracht. Ich nehme es mal runter und zwar hier unten auf dem Technikpin. Und hier unten haben wir die Technikaufnahme und da wird das hier einfach drauf gesteckt. Und dadurch, dass wir hier unten noch eine Noppe haben und auch hier noch eine Noppe haben unten, ja, kann man den auch nicht hier beliebig drehen, sondern ja, der hat hier seinen Platz. Also, oh, jetzt habe ich ihn falsch rum drauf gesetzt. So, so rum ist er richtig. Also der hat hier seinen Platz und er dreht sich hier nicht ewig durch. Dann haben wir hier nochmal den Alex, also den großen Fernsehturm. Und ja, das ist unspektakulär. Ihr seht schon, was für Teilchen das sind. Einfach alles übereinander gesetzt. Dup, 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 dup. Bis ganz oben hin zur Spitze. Sieht nett aus, sieht schön aus. Und genau dasselbe finde ich auch hier unten beim Brandenburger Tor. Kann man direkt nett erkennen, ob das hier noch ein Stück von der Mauer sein soll. Ja, da bin ich noch so ein bisschen am Rätseln. Wäre möglich, dass das hier dargestellt wird. Ja, und hier die Figürchen, die normalerweise oben auf dem Dach sind, sind hier mit den Haken nachempfunden, damit einfach überhaupt was da ist. Ich meine, in der Größe, schaut mal, das hier ist mein Finger und das ist das Tor. In der Größe kann man halt nicht viel zeigen. Aber insgesamt, finde ich, ist es doch schön geraten. Hier unser Berlin Sehenswürdigkeitenkabinett sozusagen. Und nochmal der Vergleich. So sollte es aussehen und so sieht es im Endeffekt aus. Passt. Und das Ganze hier für 9 Euro und ein paar zerquetschte Cent. Da kann man nicht meckern. Auch mit den ganzen Problemchen, die ich angesprochen habe. Transparentteile, schmutzige Steine. Sieht alles nicht so ganz 100 pro aus. Der Zusammenbau, es geht. Aber stellenweise muss man echt schon mit Gewalt arbeiten. Besonders hier bei dem Funkturm. Also da musste ich mit Gewalt arbeiten. Ich zeige euch das nochmal kurz. Denn da steckt man hier solche Stangen durch. Das hier ging ja noch. Aber dann kam hier der Teil, wo man hier die Stange durchsteckt durch die ganzen Parabolspiegel.
Also hier, du stehst Part hier und das ging echt nur mit roher Gewalt. Da musste ich richtig mein Körpergewicht drauflegen, bis das mal durch war. Aber hat im Endeffekt gepasst. Und ich würde sagen, wenn ihr auch Bock habt, hier so ein schönes, ja, so eine Skyline, ist es ja nicht wirklich, aber ich sag mal, eine Skyline zu bauen, dann schaut einfach in den Link hier in der Videobeschreibung. Ich verlinke euch das, wo ich das Set gekauft habe. Das kam problemlos hier bei mir durch, keine Zollprobleme. Dafür ist es viel zu billig oder zu günstig oder stellenweise sogar. Naja, der Aufkleber hier auf jeden Fall, der ist billig und ja, macht aber Spaß. Ist ein netter kleiner Bau für zwischendurch. So sieht es nochmal von unten aus. Und jetzt kann ich das hier irgendwo ins Regal stellen und überlegen, ob ich mir hier noch eine Stadt hole. Ich habe da was im Blick, wo ich dieses Jahr noch hinfahre. Mal sehen, mal sehen. Also Leute, das wäre es gewesen. Ich gebe zurück aus dem Funkhaus in Berlin und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal, euer Meeplecat. Macht's gut.